Moin. Diese zwei Farbenlaterne gingen nicht mehr, Soll ich morgen für haben wir mich eines bitten? Morgens festgestellt. Ja, wenn man Glück hat, tauscht man die Birne aus. Wenn Ja, man du hast Pech studiert. hat, verlegt man durchs komplette Schiff neue Kabel und verbringt damit einen Tag. Wir hatten Pech. Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Dann bauen wir mal folgenden. Achso, erstmal hier aus. Abenteuerlichen Versuchsaufbau. Minus. Das hat, zum Glück haben wir da diese kleinen Bleche. Das ist ja cool. Plus an Plus. Und jetzt schalte ich hier mal ein. Und mach hier Boost. Boost. Ah. Ah, leuchtet. Schade. Schade, schade. Also ist die Birne nicht kaputt. So. Hinten im Schiff wird Strom erzeugt. Der wird in diese Leitung geschickt. Vorn kommt er nicht an. Dieser Knick könnte das Problem sein. Wenn hier Strom ankommt und vorn nicht landet, dann haben wir Glück gehabt. Um das rauszufinden, gibt es nur die radikale Methode. Wenn hier kein Strom ankommt, dann haben wir die Arschkarte. So, gucken wir mal. Ich würde sagen, ich schneide so weit wie möglich oben ab, gell? Also, und wenn es reinrutscht, haben wir auch die Arschkarte, gell? Ja, genau, deswegen hebst du es mal. Ich versuche es mal ein bisschen festzuhalten. Und weiter als so geht's auch nicht. Ja. Jetzt mal so. Aber ich halte es trotzdem noch hier. Was Gibst du ist? es mal kurz? Ich muss den Arm hier runter machen. Und wenn ich hier beim Krimpen Nicht so viel, nicht so tief. genau auch was verbrauche, dann So, ist jetzt. auch schlecht. Ich gehe mal einschalten. Ja. Ist eingeschaltet? Ja, man kann es jetzt mit der Zunge prüfen oder mit dem Messgerät. Wir nehmen das Messgerät. Glaube ich, ist besser. Bin ich heute jetzt, oder? Muss ich was halten? Ach, ehe das über Bord geht. So. Das war auf Null. Ja, passt schon. Es kommt nix. Warte. Ist auch richtig eingestellt. Volt, Ampere.
Ja, Bolt. Azi. Ah, wieder falsch. Azi. Es kommen 0,6 Volt an. Hä? 2 Volt. Das sieht aus, wie wenn es einfach irgendwo tierische Verluste gibt. 3 Volt. Steigt. Wie wenn das Kabel korrodiert ist. Irgendwo. Es ist auch ein... Sieht es auch so aus? Ja, es ist so schwarz. Ja, okay. Ja, genau, das ist schwarz. Das ist ein Kupferkabel. Kupferkabel verbaut man eigentlich nicht auf rote. Scheiße. Wir könnten vielleicht hier ein neues Kabel durchziehen, indem wir das rausziehen, wenn wir es finden unten. Mhm. Aber das ist jetzt echt doof. Gehen wir mal in den Vorschiff und machen mal die Schränke alle auf und bauen die auf. Oben irgendwelche Bretter aufschrauben oder so. Ja, ich weiß nicht. Gucken wir mal. Ich habe nichts gefunden, aber gucken wir nochmal. Ja. Boah, ist das spannend. Was denn da rauskommt. Ja. Wir sind gerade auf Entdeckungsreise im Vorschiff. Oh, hoffentlich fällt mir jetzt nichts ins Gesicht. Genau, ja, das würde ich jetzt auch mal. Ein Verteilerkasten. Yay! Aber das ist, glaube ich... Für die Ankerwinch? Wahrscheinlich. Und für die. Oh, schade. La 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 la. Heute entdeckt. Wow, geil. Das ist ein Ankerkasten. Und ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert und denke so, oh, wie kriegen wir das wohl auf? Aber durchkommst. Ja. Gut. Soll ich nochmal hochheben? Ah, ne, so. Wo sind wir auf Nordamai, gell? Ja. Da merkt man gar nichts von, so im Keller. Im Keller. Ja. Ja. Ich glaube, so ein Kabelchaos hat mir noch nicht. Nee, ich glaube es auch nicht. So, guck mal. Oh, das könnte noch ein bisschen festkleben irgendwie. Hm. So. Aber auf jeden Fall. Sind wir jetzt unten? Die haben das hier sehr, sehr professionell gemacht. Bestimmt das schon gemacht. Nee, das sieht mir wirklich aus nach Profiarbeit. Wenn alle paar Zentimeter ein Kabelbinder und so. Wenn ich jetzt ziehe. Hier geht es ja durch. Also hier ist ja ein kleines Loch, ja, wo man reingucken kann. Da siehst du was? Sieht man sie. Aber du siehst nicht, dass ich was ziehe? Nee. Okay. Also die muss da oben reingehen. Dann wäre das auch noch schwerer. Da ist er doch. Da gehört er den hin. Und das machst du jetzt fest.
Ja. Jetzt muss es hier rauskommen. Jetzt müsste ich meine Hand irgendwie hier durchziehen. Na, hier ist irgendwo so ein Geheimdurchgang. Ja, hier hinten. Das heißt, ich schalte jetzt mal ein. Wir müssten eigentlich schon von innen sehen, ob das geht. Ha, da. Ja, ich gehe raus und gucke. Es leuchtet. Rot und grün. Nach nur einem Tag Verkabelung. Jetzt ein Tee bitte. Und zwar ein kurzes. Ja, Herr Doktor, Moment. Ich muss mal gucken, was hier wirkt ist. Was ist das? Ich weiß auch noch gleich, wie ich es machen soll. Das ist ganz kurz. Ich bin da zu ungeschickt und zu ungeduldig. Das ist voll geil.